Ahoi Kradojana und herzlich willkommen zurück zu meiner Vorschips hier bei Team Krado. Wir haben letzte Runde mal gezeigt, wie man die Gate so richtig gut spielt und wer die verdammt gut gespielt hat, das war der Krom, Hallöchen. Ahoile. Und wer seine Mutsuki verdammt geil spielen kann, das ist der Hiroyani. Der fährt heute mit uns rum und ich fahre die Opiachi und der Krom wartet nochmal ganz kurz und startet jetzt die Runde. Mit der Opiachi versuchen wir jetzt mal wieder eine schöne Runde hinzulegen. Der Hiroyani hat nämlich bloß PIS T5, sprich wir können keine höheren fahren. Ich habe keinen Fünfer mehr, den ich durchspielen müsste. Alle durchgeballert bisher. Und der Chat ist natürlich auch da. Hallöchen, Chat. Mit der Gate kann man auch ganz schön aufs Maul kriegen. Ja, ich glaube auch. Das glaube ich auch. Ich komme mit der nicht klar. Siebener Gefecht. Juhu, bitte gib mir Cap-Kreise. Alter, das ist doch zum Kotzen. Das ist jetzt die dritte Runde hintereinander mit Didis, dass kein Cap-Kreis ist. Die dritte doch nicht. Das ist die dritte. Zweimal mit der Gate. Jetzt mit der Gremiachi. Davor hatten wir doch auch schon. Ja, da habe ich keinen. Nee, da hatten wir. Die nicht, ne? Das ist ja egal. Ja, ne? Ach, Mann. Moin, Mutti. Hi. Aber kein Flugzeugträger, ne? Wissen was. Seit hallo YouTube schreiben wir nicht alle Raffle. Raffle. Raffle kommt da. Roffel. Wo fahren wir denn hin, Krom? Wollen wir gleich Mitte durchbrettern? Bäh. Ich hatte die eine Folge mal wieder gesehen, wo ich das Best of Krom gebastelt habe, wo wir mit drei Isla-Jaffs durchgefahren sind, gleich zum feindlichen Cap-Kreis und gewonnen haben. Echt? Ja, gleich am Anfang. Wir sind einfach Mitte durch, haben gecapt und zwei Ende. T3? T4 war die Isla-Jaff, ne? T4. Ich weiß nicht mehr genau. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall hat das super funktioniert. Und rechts bleiben, das ist ja die Karte hier, die kann man sich ja sogar ein bisschen aufteilen. Käsekuchen schreibt gerade, ich würde es schon merken, wenn er einen Kommentar schreibt, weil er da fast das Maximale an Wörtern ausgereizt hat, was bei YouTube so geht. Ich muss ehrlich sagen, so eine extrem langen Kommentare, da fehlt mir neuerdings immer, oder was ist schon seit längerer Zeit, die Zeit, mich da komplett drauf zu stürzen. Ich kann vor allem nicht bloß mit einem so einem Satz antworten und das könnte ich bloß beantworten, wenn ich extrem viel Zeit habe, was ich niemals habe. Daher versucht bitte bei YouTube, wenn ihr Kommentare schreibt, immer kurz und knapp und bündig irgendwas Schönes zu schreiben. Wenn es mal ein lustiges Gedicht ist oder so, ist das natürlich was anderes. Aber für so eine spielentscheidende Sache, dann schreibt lieber ganz viele einzelne Kommentare. Da komme ich besser mit klar, als wenn einer so einen Absatz schreibt. Alles am besten ohne Punkt und Komma in einem riesen Brei. Und dann muss ich mir da die ganze Information rausziehen und theoretisch auch mit so einem Absatz antworten. Und das geht einfach nicht. Jo. Daher, wenn ihr viele Informationen habt, die ihr uns weitergeben wollt, dann schreibt bitte mehrere Kommentare und nicht bloß ein großes. Warum bin ich schon wieder der Erste? Wo bist du? Warum bist du immer hinter mir? Gleich kommen die Torps. Ich sehe die Torps schon. Ah, komm, hinter dir steht der Torpedogott. Er zieht die Torpedos für dich an. Die fährt da vor mir. Ja. Du wieder eine Grasspiel. Was ist hier los, Alter, mit den Grasspiels? Gibt es die umsonst? Oh Zeit, Gott, eine Atlanta. Hä? Komm mal rum, die scheiß Türme. Wo bleibt die denn? Die gibt es nicht umsonst. Die gab es auch umsonst. Solltest du eigentlich auch noch wissen, du. Das, die gab's mal umsonst, das solltest du auch noch wissen! Fuck, Alter, fuck, fuck, fuck. Lass mich doch nicht so brüllen, ey. Was? Hörst du mich nicht? Was? 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 Komm, was? Was? Was, was? Meins. So, ich muss mal seinen Torps ausweichen, die der wahrscheinlich gleich kommen. Oder der hat bestimmt nicht getorpt. Yeah, hab jetzt schon mehr Schaden gemacht in der letzten Runde davor. Scheiß Gate. Oh, das haut aber auch rein, wer mit dem Ding trifft hier. Komm, ein bisschen noch rum. Ich brauche alle Geschütze. Gremiachi, Gremiachi. Fahren die echt nicht weiter, Alter? Geht's noch? Schießt du mal auf die Fubuki mit? Ich kann nirgendwo hinschießen, Alter. Warum? Ich bin down, weil ich down bin. Warum? Das war's. Wie, wieso? Was machst du? Hä? Die fahren doch bloß alle doof geradeaus gerade. Fuck, Alter. What the fuck machst du denn? Ah, ich komme mit dem Geschütz nicht rum. Yeah. So, der ist verschwunden. Wie kann ich ein bisschen noch überleben? Da kommt, ein Flieger. Aus diesem Scheiß raus, weil ich nicht stehen bleibe. Es ist zum Kotzen. Ah! A drücken. So, wir torpen einfach mal in die Richtung. Ja, ich weiß, es sieht total komisch aus, was ich gerade mache. Das dient aber dazu, dass die Torpedos mich nicht treffen. Hört sich komisch an, ist aber so. Dadurch, dass ich so dicht an der Insel dran bin, wenn der Winkel stimmt, fahre ich jetzt nämlich rückwärts so den Winkel wieder raus. Gut, das Alter, war kein Leck. Da bin ich zu weit, ist da vorne gefahren. Alter, leck
Vielleicht trifft einer der Torps. Am Arsch, Alter. Torps sind da lang gekommen. Okay. So eine Affenscheiße hier, Alter. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Türme rum. Jetzt gehen wir Gas und hauen ab hier. Na klar, explodierst du da, Pensacola. Pensacola. Oh Gott, hier sind Janine. Das sind alle immer hinter diese verfickten Inseln stehen und rumcampen. Und dann wundern sie sich, wenn sie die scheiß Torpedos in die Fresse kriegen. Nein, bloß nicht sich bewegen, bloß nicht fahren. Wen meinst du gerade? Es ist zu kotzen, Alter. Hier die scheiß Pensacola hier. Oder was? Sollte er da jetzt reinbrettern bei den ganzen Schiffen? Nein. Mann. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Da hätte mal einer mitballern sollen auf die feindlichen DDs. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Wir sind alleine hier. Die fahren alle. Ja, aber da hat nicht einer geschossen. Ich war der Einzige, der Schüsse irgendwie in der Luft hatte. Ich fahr mich schon wieder fest. Jetzt sehe ich die nicht mehr. Verdammt! Yeah! Das ging schnell. So, nächstes Schiff. Aber echt. Sterbt schnell. Komm ich mir klar mit meinen DDs. Ich kann die nicht mehr vernünftig lenken. Wir wollen ins nächste. Na, pass mal auf, ich mach das jetzt alleine hier noch. Ja. Kamiachi ist auch so träge. Ey, immer. Das war auch immer zu alles nur im Arsch bei mir. Ja, weil du den Skill nicht hast. Ich weiß nicht, wie lange ich dir das noch sagen soll. Skill doch endlich mal diese Scheiße, weil du denn alles weiter bewegen kannst. Wir haben doch den Skill. Ihr konnte ich ja was. Es geht um dich. Glück, wenn alles im Arsch ist. Ne? Scheiße, jetzt liegen da noch. Oh, da sind noch Wracks. Was? Ne? Und so nah. Nein, oh, guck mal da. Oh, das geht da nicht gegen, ne? Guck mal da vorne, 177, schieß mal. Schon passiert. Erste Kill. Weg den Scheiß. Bam. Ja, endlich. Ja, mal tot, jetzt ist das echt gegen die ganzen Wracks da gegangen, meine Torpedos. Ja, ne? Da. Zwei, ne? Alter. Geht aber trotzdem weiter. Bam. Na, lange lehnst du? Bam. Ich will unsichtbar werden. Guck, jetzt ist mein. Nee, mit Torpedos. Jetzt ist mein Antrieb im Arsch und jetzt kann ich noch weiterfahren. Und der trifft trotzdem ohne Probleme. Alter. Torpedo? What the fuck? Nicht. Halt weiter vor. Los, gleich nochmal raus, die Dinger. Wupp. Schon wieder entdeckt. Warum bin ich jetzt schon. Oh, da, Atlanta, die sind. Ach du Kacke! Ja, aus dem Nebel raus da. Ach du Scheiße. Torpedos? Jetzt weiß ich auch, warum da so viel Schüsse ankamen. Ja. Das war geklärt. Oh shit. Ja, das trifft natürlich bin jetzt nicht, alles. Bin nicht mehr Sau. Sichtbar, ne? Ja. Top mal dahin einfach. Nein, mach ich nicht. Kann noch nicht. Muss warten, bis ich sie sehe. Muss warten, bis sie dichter kommt. Der bist du tot. Ich bin eh tot. Ich komme nicht mehr weg, du. Was soll ich denn machen? Die Kongo kommt da auch schon lang. Alter, was machen die da alle? Wie kann man denn mit seinen dicken Pötten da lang fahren? Oh, Alter. Es ist so affig. Ich muss aber auch sagen, ich habe am Anfang überhaupt nicht drauf geachtet, wo die lang sind. Ich habe auch noch gesagt, dass hier auf der Karte ist das egal. Da kannst du dich ja aufsplitten. So, ich kann das bei 1 machen. Pass mal auf, Leute. Oh, wer ist mal rückwärts rausgefahren? Nee. Pass mal auf. Probier mal was. Hier kein Winkel. Ich darf jetzt bloß nicht sichtbar werden, wenn ich jetzt hier diese kleine Ecke hier. Ne, passiert nicht, okay. So, die Atlanta. Die kommt links. Ich bin echt jetzt aufgedeckt worden. Schieß, Torpedos. Doch. Ich hab's doch gesagt. Sind die noch rausgegangen? Nö. Ich hab das Geräusch da noch gehört. Ich auch, hab ich auch gehört. Boah, Alter, Sommer. Oh, Alter. Ich merk schon, ist richtig geil heute. Ja, ne? Irgendwie. Das war die Opiachi. Aua. Immer wenn keine Cap-Kreise dabei bin, weiß ich immer nicht, was ich machen soll mit meinen DDs. Das Problem habe ich aber schon ewig. Ich kann immer mich denn nicht richtig in die Runde reinbringen. Sobald Cap-Kreise dabei sind, machen die Gegner halt auch mal Blödsinn. Aber jetzt ist bloß immer Lemming-Train versus Lemming-Train, sobald die Cap-Kreise nicht dabei sind. Aber ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet am Anfang. Schade. Aber warum sind die Tops nicht mehr rausgegangen? Das Geräusch war doch da. Schade. spielen wir gleich nochmal. Ach, wir sind doch eh alle tot, ne? Juhu, raus hier. Ist er down, ja. Next. Dann können wir raus. Das war auch ein bisschen Pech, dass die da alle. Ich weiß nicht, was ihr da gemacht habt am Anfang. Die Pensacola war ja offen, aber ihr hattet doch euren Nebel da. Ja, aber trotzdem, die haben ja alle auf mich. Aber so wie die Atlanta, die haben ja alle gleich, sofort. Haben wir überhaupt nicht mehr weg da. Wenn Scheiße läuft, dann richtig. Ja, ich glaube. Ja, ne? Aber so richtig, richtig Scheiße. Wisst ihr, was wir mal fahren? Und das wird jetzt auch wahrscheinlich totale Kacke. Pass mal auf. Jetzt geht los. Ich brauche erstmal das Bild und ich brauche das Bild. Wir fahren mal Emile Bertin. Oder auch Bertie genannt. Haben wir so jetzt schon getauft. Boah, krass, die Krim, die habe ich auch lange nicht gefahren. Wie ich es hasse. Kein Platz in der Reserve. Entlassen. Ich weiß nicht, wie viele Kapitäne ich hier noch entlassen soll. Der sagt mir jedes Mal, ich hätte keinen Platz mehr. Muss kaum, was? Viel Knete. Nee, und bald pleite. Nein. Wo hast du denn eigentlich Kapitän für alle Schiffe?
kein Flugzeugträger. Heute nicht. Nein, mit diesen Massen. Nee, ich fahre heute mal die Texas. Yes. Was Massen? Sprich dich doch mal aus. Ja, die mit den Massen an Geschützen, die Rotnik, ne? Die war. Kann sein. Ball, Ballerbude, die hier mit 1, 2, 3, 5, 7 Geschütze, ne? Boah, ganze 7. Hab nur die Beine. Okay. Warte, noch nicht starten. Wieso? Kann das Schiff vorwärts fahren? Ich glaube schon. Oh Gott, nee, warte mal. Ich habe hier auch noch was vergessen. Hier fehlt noch die Tarnung. Die muss auf jeden Fall noch mit drauf. Und was ganz wichtig ist bei diesen Schiffen, Detonationsschutz muss mit rein. Der Rest ist eigentlich scheißegal. Außerdem kann ich die ja eh noch nichts weiter durchspielen. Ihr seht ja auch hier oben gerade noch, das Ganze ist noch in Bearbeitung, ne? Kann sich alles noch ändern, bevor sie nachher auf dem Live-Server landen. Ich will euch bloß nochmal die Möglichkeit geben, das Schiff hier nochmal zu sehen. Vielleicht kriegen wir auch mal eine vernünftige Runde hin, aber bisher läuft ja heute alles bloß Kacke. Mit der Iowa vorhin war ganz nett. Ja. Aber mit der Amagi auch ging schadenstechnisch, hat er über 50.000 schon hinbekommen. Ach, ich glaub, geht los. Vielleicht ist heute kein DD-Tag. Ja, kann starten. Fast pleite, hm? Ja, der Arme. Bisher haben wir alle rumgekotzt. Bäh, die werden voll doof, wenn ich das bei Facebook immer sehe, ne? Wie viele Leute da unterschreiben, wie kacke die doch wären, wenn die noch nie vorher gefahren haben. Die gucken sich immer irgendwo denn die Videos an, nehmen diese Meinung, so wie die Typen ihnen das da irgendwie entgegen sagen, ne, um es mal nett auszudrücken, und dann bringen die das überall so weiter. Und ja, was und wie die da ausflippen teilweise, es ist der Wahnsinn. Ja, weil sie selber nichts können. Nein, weil sie keine eigene Meinung bilden können, weil sie das Schiff eigentlich haben. Weil sie aber anders was gesehen haben. Aber man muss doch, ohne das zu spielen, man muss doch da nicht gleich so kotzen. Denken sie, sie wissen was. Bei uns im Stream, da haben wir gleich von Anfang an gesagt, die sind noch nicht fertig, die werden sich noch verändern. Wo wir die Schiffe vorgestellt haben, hatten die auch noch ganz andere Reload-Zeiten. Das hat sich alles schon wieder hier verändert. Auch bei der Emile Bertrand, die hat sich verändert. Und ja, so ist das bei dem Schiff. Und wenn die nachher live kommen, werden die wahrscheinlich noch ganz anders sein. Wenn man denn natürlich schon seit einem Monat die ganze Zeit bloß überall rumgeschrien hat, kacke, ja, dann ist doch klar, dass man mit dem Schiff nachher auch nichts reißen kann. Hallo Team Krado, hallöchen Himmelstor. So, komm, wo fahren wir? Wir bleiben ganz hinten. Wir warten. Nee. So, Reichweite von 14,8, damit können wir noch arbeiten. Die Franzosenwitze werden nie langweilig, nicht? Ist gerade zum Buttermilch-Junkie geworden. Wäre ich gerne, aber diese scheiß Dinger sind so teuer. Wenn ihr die liest, oh, doch einer. Kann ja kein Mensch leisten auf Dauer. Hier ist nicht mal ein Liter drin, ich glaube irgendwie 750. Ja, Milliliter, und das Ding kostet hier, glaube ich, 1,59 oder so im Edeka. Das ist für meinen Geschmack viel zu teuer. Wenn ich mir vorstelle, meine Wasserflasche, die ich normalerweise immer hole, die kostet irgendwie 19 Cent. Das ist schon ein gravierender Unterschied. Ist da arm bei, wenn du jeden Tag davon so 6-7 trinkst. Komm, was machen wir jetzt hier? Wo fahren die alle hin? Komm, sprich nicht mit mir. Komm, sag mal was. Weiß nicht, rechts fahren wir. Nein, machen wir nicht. Da fahren alle. Nee, wir fahren jetzt mal, bei der Masse mit. Ich hab keinen Bock heute. Überhaupt nicht. Doch, wir fahren bei der Masse mit. Massenmörder oder was? Hier sind ja, genau, Massenmörder. Hier, den müssen wir rechts fahren. Weil da kommt gleich die Masse von dem Gegner an. Das ist ja immer so. Boah, geizig. Ja, bin ich. Na, aufhören, da links zu fahren, Alter. Da kommen Schüsse. Ja, nee, wir fahren jetzt auch mit. Komm. Ja. Hätte mich jetzt getroffen. Bam, detoniert. Nee, geht ja gar nicht. Detoniert. Janni unterstützt uns. Okay, ich komm doch mit. Okay. Ich will kommen jetzt hier nicht im Stich lassen. Ich bin ja immer der Teamplayer bei uns. Ich fahr jetzt doch bei dir mit. Turm, Drehgeschwindigkeit eigentlich sehr angenehm, muss man sagen. Vom derzeitigen Stand her. Das war alles bloß Taktik. Ich bin jetzt extra hinten geblieben, damit alle anderen erstmal vorfahren. Vielleicht schaffe ich es ja mal, nicht Erster zu sein. Aber so jetzt drehe ich um, aber. Nein, machst du nicht. Ja. Demnächst gibt es selber gemachte Opa Kratos Buttermilch. Oh, auch nicht schlecht. Selbstgemachte. Ich bin hier schon wieder der Erste. Wo bleibt ihr? Komm, dreimal weg. Go! Nee, einmal recht. Nein, nicht einmal. Ihr müsst doch nach vorne, ihr müsst hier brechen, die Feinde wegbrechen. Leander. Würde ich sogar schon ankommen. Ich bin tot. Die Gneise sind auch viel gefährlicher. Ich hab keinen Nebel. Ich spiel heute bloß auf Belfast, glaube ich. Yeah! Aber was spielen, wo man Skill braucht? Ja.
So ganz Kilometer. Vorsichtig hier rumgucken. Gott, wie lange lädt der da Scheißding nach, Alter? Damals so hinhalten. Ich darf bloß nicht in der Nähe von den Grenadiern kommen. Jetzt was machen die da, Alter? Was machen die? Greifen die an, Krumm. Wo greifen die denn an? Die fahren alle weg da. Das da ist ein, überhaupt nichts, das Alter. Das ist ein fachmännischer Angriff, Krumm. Ja. Du, das kennst du bloß nicht. Fachmännische Scheiße ist das. Vor allem die Gegner sind genauso cool, die beim Cap-Kreis noch von den Gegnern. Ja, deswegen, was machen die da? Die sollen doch denn da hinfahren, die Idioten, drei Alter. Yes. Oh. Ah, nicht nur Much, Alter, nur Scheiße. What the fuck, Crash Gaming? Das habe ich jetzt nicht gelesen. Was? Nee. Komm, greifst du jetzt hier? Fährst du mal eine Bresche? Hallo? Ich fahre keine Bresche, sag mal. Die Gneisenau, die musst du rauskontern. Ich bin gleich tot, ich will nicht sterben. Ich kann ja schießen die ganze Zeit. Oh, komm hier rüber. Bin entdeckt durch Flugzeuge. Im Ding kann ich hier 100 mal B drücken, dann bin ich trotzdem nicht schneller. War die so langsam, ja? Naja, klar, weißt du doch, die New York. Stimmt, die 20, 70 Knoten, die war so unglaublich langsam noch. Ja, bei dem 20 fahre ich schon. Bei der Mexiko wurde es deutlich besser nachher. Bäm, 5000. So, ich schieße jetzt noch einmal H und dann wechseln wir auf AP. Denn normalerweise sagt man eigentlich bei den Franzosen, das funktioniert ganz gut mit AP. Ja? Ja. Mal testen. Kommt die so, oh, der kriegt Torpedos. Aber ordentlich, wa? Oh, nö, alle vorbei. Das gibt's doch gar nicht. Alter. Ich hätte die alle mitgenommen. Ja, genau. Man muss sich auch mal irgendwie hier. Ach du Kacke, was kommt denn hier? Hier fahren zwei Schiffe in der Mitte durch. Ihr wollt mich verarschen. Das ist jetzt ein Witz, oder was? Genau deswegen bin ich hier stehen geblieben, Leute. Genau deswegen. Guckt euch das an. Knack Alter, weg! Treu, Junge, Alter. Au. Da prallt das richtig ab an dem Schiff. Aua. Stirb doch einfach! Der stirbt nicht. Jetzt kommen hier echt zwei in der Mitte durch. Komm, lieber auf Nummer sicher gehen. Ein Torpedotreffer, schön. Omaha weggeballert. Den haben wir jawohl, getötet. Weg, jetzt sterbe ich auch, weil ich hier rumgefahren bin, glaube ich. Omaha hatte Torps, ist gefährlich. Also meine wieder ready. 40 Sekunden. Oh Gott, das dauert ja ewig. Schießen können wir die nicht. Der Winkel passt nicht. Bitte, Signal. Oh, ein Glück, Signal ist now down. Da kann mir ja gar nichts mehr. Ah, oh, Scheiße. Okay, wir ziehen rum, wir greifen aggressiv. Und triff ihn. Komm, da fährt eine Bayern in der Mitte durch von den Gegnern. Cool. Gute Bayern. Was ist das denn hier heute schon wieder? Echt? Gute Bayern. Ach, auf die gleiche Seite. Bam, 2000. Scheiße, jetzt stehe ich doch wieder da, wo ich nicht stehen wollte. Nein. Leck. Oh, der schießt HI. Oh Gott sei Dank schießt der HI. Den kann ich ja doch eindrehen. Bäm, 4000. Der andere ist gestorben neben mir. Ist der doof. Der hätte mich schon längst getötet haben können. RIP. Knack. Der stirbt nicht. Schaffst du die da, oder was? Nein, du doch. Schieß doch mal mit rauf. Wovon kommen die Torpedos? Da. Warum hilft mir denn hier nie einer? Jetzt brenne ich schon wieder. Der ist weg. Oh, jetzt sterbe ich am Feuer. Fahren wir zu Bayern erstmal, oder? Ich bin tot. Ach, Scheiße. Fahren wir zu Bayern. Hörst du sterben immer zu. Fackelt der mich schon ab. Oh, Menno. Das war doch gemein. Da, ach du Scheiße. Eine Fubuki. Schade. Ah, das war ja mal lustig. Da kommen die da in der Mitte alle durch. What the fuck? Texas, Alter. Oh Gott. Zieh doch mal deine Geschütze rum, Alter. Wie lange dauert das denn? Vielleicht treffen die Top sogar noch. Jetzt ist das Scheißding natürlich weg, ist klar. Trotzdem gute Runde. 9 Zieters und 2 Kills. Ich fand das auch nicht so schlecht dafür, dass ich das Schiff vorher einmal gefahren habe. Die lenkt schon ein, die Bayern. Ja, gib gleich Gas. Warum sehen die meine Tops immer so früh? Komm, du musst jetzt mal was machen hier. Volles Leben hat er noch. Drei Schiffe kommen mit dir durch. Wenn ich da einmal an dieser Insel stehe, das gibt's doch gar nicht. Denk kein Team. Die in der Nähe, wo man mal... Aber schön zusammengeballert. Ja, die, wo man mal torpen könnte. Da kommt Torps, komm. Oh, schön, den hat gut getroffen. Fubuki. Armes Kralo. Ah, ist gut, Umi. Das war eine gute Runde. Kann sich gar nicht beschweren. Für die 5, hallo. Aber den hat er, Leander. Schön. Ich vorstelle, dass mit meinem ersten Versuch mit T5 war. Bayern ist das down. Wieso fahre ich denn jetzt zurück da? Ich war froh, wenn ich mal 50.000 überhaupt geschafft habe. Was ist hier an dem Hintergrund? Was ist das für eine Scheiße?
Oh, Alter, ich hasse es, wenn Programme irgend so ein Update immer erzwingen wollen im Hintergrund. Das ist so zum Kotzen. Ja, natürlich merkst du das und fährst gleich wieder vorwärts. Hab ich so. Mit deiner Rotzkarre von Pissleander, Alter. Egal. So, ist es die Mitte, du clear oder was? Muss ich da noch hin? Die ist clear, ja. Du hast immer noch nicht an. Warum schießt du immer noch hier hinten? Natürlich. Haha, ich bin ja zurückgefahren. Zu spät. Oh, Geschütze wieder rum. Aber unsere. Ja, ist ja völlig. Schade, was meinst du denn ganz rumgejammere, dass die Hände der schwächste Zehnerkreuzer werden sein soll? Ich glaube eher, dass der Henry. Schiffe sind immer weiblich, ne? Die Henry. Nein! Doch, Schiffe sind immer weiblich. Ja, aber doch nicht, wenn er Henry heißt. Doch, gibt's auch als Frauenname. Nee. Oh mein Gott, ein wildes Krabbel, ich muss es fangen. Ja, was sage ich dazu? Ich habe mit dem Schiff jetzt schon 2 Runden gespielt. Die erste Runde war nicht so dolle. Wenn man mit dem Schiff was trifft, dann tut's auch ordentlich weh, aber sie ist halt butterweich, ne? Und das ist. Ich weiß nicht, der Chrysanthos war ja auch dabei, der meinte ja auch, dass wir ganz schön weich auf der Brust so sind. Aber so eine Schiffe muss es halt auch geben. Man braucht ja nicht immer erwarten, wenn Schiffe reingepatcht werden, dass sie immer die besten sind. Es muss ja auch mal Schiffe geben, die neu dazukommen, die nicht ganz so gut sind, die unter anderen Schiffen stehen. Weil sonst haben wir die gleiche Spirale wie bei WoT. Neue Panzer kommen, bub, steht ganz oben. Neue Panzer kommen, bub, steht ganz oben. Und irgendwann sind die ganzen alten Panzer halt unten angesiedelt. Da das hier ein anderes Entwicklerteam ist bei World of Warships, wird das halt ein bisschen anders gehandhabt. Und das finde ich persönlich auch besser. Aber warte, die Franzosen sagen doch zu Henry, Henry. Ja, echt? Keine Ahnung. Henry. Hat er geschrieben. Ach, guck, ganz oben. Oh, jetzt geht's mir wieder besser. Oh, sehr schön. 1134. Na, die werden ja gekotzt haben. Kommen sie da rum und da steht da so ein Franzose. Bah, frisst meine Baguettes. Schön, Alter. 9 dicke schwarze Baguettes haben wir verteilt. Schöne Zitadellen gemacht. Ein Torpedotreffer sogar noch, der eine ist mit reingefahren. Ein Glück. Und damit können wir jetzt den zweiten. Gramiacci hat auch gewonnen. Ich sag doch, wir waren hammergut mit der Gramiacci. Guckt euch das an, Leute. Pa! Bin sogar Dritter. Aha, war gar nicht so kacke. Oh ja, Kamikaze. Siehste? Gut aufgewonnen gemacht. Ich war doch gleich tot. Ich frage mich, also ist mir immer noch ein Rätsel, was ihr da gemacht habt. Du hast es verhecken lassen. Ja, ist klar. Ich bin nicht so offen da rumgefahren. Taktisch in der Insel. Wo du geschrien hast, hier, du bist die Pischer, die sich hinter der Insel verstecken. Der, hier, Moment. Erstmal ich stand hinter der Insel, Pensacola stand hinter der Insel, dann stand der Hiro-Jan hinter der Insel. Du hast uns alle da beleidigt eigentlich, wo du dein Glück geschrien hast. Ja, ist klar. Ja. Diese Camper-Affen hinter der Insel. Sind alle hinter der Insel und sowas alles. Ich dachte, ihr fahrt links an der Insel. Guck dir nochmal meine Wertung an. Ja, dann weißt du was dazu. Gerade laut deiner Statistik bist du schon 3,7 Mal um die Welt gefahren. Insgesamt 148.000 Kilometer. Wow. Und alles mit Fahrrad? Ist ja Wahnsinn. Der Hannibal hat die Statistik meines Lebens. Ist ja der Wahnsinn. Emil Berton, interessantes Schiff. Haut ordentlich rein mit AP. Kann man wunderbar spielen. Bei den Gneisenau haben wir das ja auch gesehen. Aber ist ja auch kein Wunder. Hier bei Drillingsgeschützen und 152 mm. Damit kann man schon schöne Löcher reißen. Ich freue mich sehr auf die Franzosen. Mal gucken, wie die nachher denn wirklich live kommen. Und ich würde sagen, das war's mit unserer YouTube-Folge für heute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.